Hallo Leute, hier ist euer MoveLP. Willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Fallout 3. Hier in Mothership Zeta, Part 6 oder so. Wir sind das letzte Mal hier. Nicht hier, sondern da. In die Müllentsorgung gegangen. Und wir gehen jetzt nicht da rein, sondern in den Frachtraum, wo auch viele Fracht drin ist, die wir uns alles schnappen werden. Zum Beispiel die Wurmnahrung der Aliens. Das hat sich auch schon gelohnt. Jetzt können wir wieder zurück. Nein, wir machen natürlich weiter. Ja, hier ist wirklich viel Loot. Auch eine Unique-Waffe. Zwar keine. Ich sag's mal so, wir werden sie nicht für benutzen. Die ist nicht so toll. Aber für ihre Art ist sie die beste. Und ach, ich sag's einfach, es ist eine Unique-Plasma-Pistole. Und es ist natürlich die beste Plasma-Pistole, aber es gibt bessere Waffen. Ne? Und da ist eine Hilfsdrohne. Oh, fuck, eine Wächterdrohne. Oh, die hat aber nicht so viel aus. Ich war hier noch nie drinne. Noch nie. Fuck. Ich war hier drinne. In der Triebwerkskammer war ich noch nie drinne, glaube ich. Und in dem Müllentsorgung, wo wir ja letzten paar drinne waren, war ich davor auch nie drinne. Ja, okay, hier war ich auch nur einmal drinne. Das Addon habe ich nur einmal durchgespielt hier. Die anderen Addons schon mehrfach. Ja, okay, Punch lockert aber auch nur einmal. Aber ja, okay, ich habe mir die jetzt halt Jahre nach dem eigentlichen Spiel das gekauft. Ach, siehst du, ich werde das Biogel umwandeln lassen. Naja. Erstmal mal das Essen von den Aliens. Natürlich sehr nährhaft für uns Menschen. Jetzt habe ich die Drohnenkanone aufgenommen. Bin ich überlastet? Nee. Ah, okay. Meine rechte Maustaste hat geklemmt. Ah, ja, hier sind aber viele Leute. Leute, Aliens sind hier viele. Ich mach die Waffe. Ja, ich glaube hier oben ist nicht viel, aber ich guck trotzdem hier oben mal zu Ende. Ah. Man kann dann auch die Waffe abschießen, auch nicht schlecht. Ja, hier sind überall Aliens unter uns. Ja, und das ist hochgekommen. Wow, was ist da runtergefallen? Da fallen ganze Zeit Sachen runter. Ach, nur Hilfsdrohne. Die können nur Nahkampf und auch nicht wirklich viel. Da war gerade ein Dreirad. So runterge. Da war gerade ein Supermutant. Ein Barmin. Da ist ein Barmin runtergefallen. Die lagern Barmine. Schon wieder einer. Da. Okay. Man findet hier übrigens im ganzen Schiff überall ein paar Brahmine immer wieder. Die scheinen von Brahmin fasziniert zu sein. Wahrscheinlich denken die, das ist die Main-Rasse auf der Erde, nicht für Menschen. Oh, fuck, leckt das gerade. Fuck, leckt das! Meine Fresse. Oh, oh, ja. Oh. Yeah.
wundere mich gerade, dass die so riesige Magazine haben. Aber nur so lange am Schießen. Es gibt aber auch welche mit Schnellfeuer. Warum ich weiß nicht, wann wir die kriegen. Das sind echt viele Bäume, die die haben. Ja, sogar die Aliens haben die Nutzen von Brahmin erkannt. Ja, ich habe echt keinen Schimmer, ob hier oben was ist. Aber ich glaube wirklich nichts ist hier oben. Okay, man kann von hier oben schön die Aliens unten auch bekämpfen. Aber okay. Ansonsten ist ja nichts. Aber es ist ein großes, weitläufiges Netz aus Gängen und Stegen und Zeug. Und da ist ein Geschütz. Turm. Schütz. Turm. Und da ist eine kaputte Drohne. Das heißt, wir waren hier schon mal. Auch wenn ich nicht weiß, wo wir gerade sind. Ach, hier kommen wir her. Ja, 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 hier kommen wir her. Hier kommen wir her. Dann gehe ich einfach mal da hinten runter. Da, wo wir reinkamen. Die erste Treppe hier. Und gucken wir uns unten mal rum. Hier unten sollte ja nichts an Loot sein. Ich glaube aber nicht mehr, dass so viele Gegner da sein werden. Da wir ja wirklich oben schon alles getötet haben. Ja, es haben die schon in die Regale reinsortiert, wie es in einem Lagerraum oder Frachtraum halt üblich ist. Schön sortiert alles. Für uns nutzlosen Kram, für die äußerst interessant, was wir so für Gegenstände haben. Oh, die will ich haben. Mach. Ah, das sind. Ja, weiß nicht extra, aber egal. Yo. Für mich hier ständig und eine Jukebox. Hier oben haben die natürlich keinen Empfang. ist ja nicht mit Satellit und sowas wie in unserer Zeit, sondern eher mit Mittelstreckenwellen. Oder auch Langstreckenwellen, keine Ahnung. Kinderwagen, alles mögliche. Kisten mit Granaten drin, ne? Da sollten sogar die Aliens erkennen, dass das Waffen sind. Ich meine, die haben bestimmt schon mal so ein Ding aus Versehen auf den Boden geworfen. Noch mehr Granaten? Nee. Gleisnägel. Raketenwerfer. Das sind Raketen. Ah, ich passe da nicht drunter. Ich muss da außen rum. Munition. Drogen. Komisch, dass die Drogen alle sortiert sind, als ob die wüssten, dass das Drogen sind. Eine Toilette. Ach, ich muss wieder außen rum. Mensch. Was ist das? Stimpaks. Geil, eine Kiste mit Stimpaks drin. Schreibtisch. Wir haben hier allen möglichen Kram. Erkennungsschützengewehr. Powerhelm, Powerrüstung, Kaffeemaschine, Reifen, Miniaturbombe, Flammenwerfer. Nehmen wir mal mit, vielleicht ist der gut gegen Aliens. Kaputtes Terminal, leerer Schreibtisch.
Minigun. Nagelbrett. Schnellstes Sturmgewehr. Hüte. Reifen, Dreirad. Kiste mit Granaten, ja, okay. Ja, hier sind die Kinderwagen, hier sind die Dinger. Reden wir mal rechts lang. Jetzt gucken wir auch abseits des Weges, was hier Schönes ist. Hier kommen wir raus. Ach, hier sind die Jukeboxen. Dann gehen wir mal hier lang. Und was haben wir in diesem Raum Schönes? Einkaufswägen, Porzellanware, Toilettenzeugs unten, keine Ahnung, oben Cola-Zeugs. Ja, die erkennen schon hier die Zusammenhänge. Die Flaschen, die Trucks und. Ja, die haben sich schon einige Sachen auf die Schliche gekommen. Das ist Computer Room, aber ist falsch rum. Terminal von Wade Underwood. Rob Industries. Darf ich erstmal hacken? Warum haben die das nicht gehackt, die Aliens? Okay, das war direkt mal richtig. Yo. Wir sind nicht allein. Ja, 11.04.2063. Aha, wer sind denn die, von dem sie da redet? Ich schätze mal, es ist eine Frau. Wait. Wer sind Sie? Immer noch die Frage. 16.04. ist alles nur so ein Monat oder so, nicht mehr. Sie kommen näher. Wer sind Sie? Ich glaube, sie ist irgendwie die Regierung, die irgendwas mit den Aliens da vertuscht oder so. Okay, und ja, der letzte Eintrag. Banks ist tot. Oh mein Gott, Banks ist tot. Kommt's auch. Oh. Queer. Wer ist Queer? Von Queer Verum noch am Leben. Ich weiß nicht, wie lange ich hier noch sicher sein werde. Ich lege das Epic ein. Dafür kurz zurück ein Safe. Mit was die geschossen haben, aus der Ferne betätigt werden kann. Die bräuchten schon einen absolut genauen Hacker, um dieses Terminal zu knacken. Ich bin ein absolut genauer Hacker, wow. Safe kann alles aushalten, was sie auffahren könnten, um ihn aufzubrechen. Morgen werde ich den Terminal und den Safe draußen in eine Stelle vergraben, an der sie ihn nicht finden werden. Hoffentlich wird eines Tages jemand dieses Objekt entdecken und erkennt, dass er damit den Schlüssel in der Hand hält. Ich war halt als Licht zu bringen, denn brauchen die nach uns kommen, nur noch der Erfolg zu haben, wo wir gescheit sind. Ich wünsche euch allen viel Glück. Ja. Wo ist dieser Safe denn jetzt hin? Schieß ihn mal einfach mal auf. Safe wird aufgeschlossen. Wenn wir das Terminal gefunden haben, haben die auch den Safe gefunden, aber wo haben die den Safe hingebracht? Das ist hier die Frage. Einiges an Munition hier. Ja, ich schätze mal. Sie sind die Regierung, die irgendwelche Alien-Sachen vertuscht und sie hat diese Alien-Waffe, das ist die Plastikpistole, gefunden als Beweis und ja. Die Aliens haben ihre Waffe und das Terminal dazu dann auch zurückgeholt.
waren nur zu blöd, das zu lesen oder konnten die Sprache nicht verstehen und haben deshalb zu vibrieren und haben deshalb ah, schade. Und haben deshalb dann einfach gesagt, ja, stellen wir uns einfach dahin. So. Das vibriert direkt bei meinem Plasmagewehr hier. Was haben wir hier? Kronkorkmine, ach so, war auch Lunchbox dabei. Essen, oh, die haben hier echt alles, du. Forschungslabor. Oh, da war auch noch Cash, okay. Oh, Drogen. Schön sortieren, das ist super. Alkohol braucht man nicht. Ja, wo steht der Safe denn jetzt, den wir aufgemacht haben? Lal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 
ein Zettel und eine Waffe. MPLX Nova Strahl. Peng, 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 peng. So, oh, zum Lesen sogar. Projektname MPX Militär Plasma Experimentalwaffe. Ah, ist gar keine Endwaffe, die Regierung hat gerade die Plasmapistole erfunden. Prototyp einer Plasmapistole. Okay. Jaguar. Jaguar, Jaguar. Ja, geht's auf in die Forschungslabore. So, hier mit den Eingang da vorne. Jetzt haben wir eigentlich den Safe gefunden, der ist ja richtig fies versteckt, du. Und durch die lange Sucherei weiß ich nicht, wie lang der Part ist. Das ist super. Ja, da unten. Da ist ein Briefkasten drauf. Auf zum Briefkasten. Ja. Hier wird fleißig geforscht, hoffe ich doch. Sieht interessant aus hier. Oh, dies. Ups, so, ein Motorrad. Es ist noch ganz. Wow. Ein Auto, es ist kaputt. Wow, oh, geschickt. Hallo. Boah, ich hasse diese Maus. Kaputtes Auto, davon haben wir aber schon ganzes gesehen. Da ist noch ein Geschütz. Das sah richtig gut aus, eigentlich. Angepasstes Biogel. Oh. Verdammte Scheiße. Heilige Scheiße. Da oben. Hallo. Boah, diese Maus, ne? So. Die erforschen hier Erden-Vehikel. So wie es aussieht. Und Flammen. Ach nee, die braten eine Raumkapsel. Na, die braten eine Raumkapsel. Auch nicht verkehrt. Was ist das denn jetzt hier? Öffne Tür. Autos. Spitzekratos. Die haben echt einen Flair für Autos, kann das sein? Gefangenenort Nummer 13.
Rein damit hier. 1 Minute. Uiui. Schon gut. Kein Grund, sich aufzuregen. Was immer ihr wissen wollt, ich werde es euch erzählen. Ich nehme mal an, ich soll in dieses Ding hier sprechen. Also, gut. Mein Name ist Giles Wolstencroft. Ich bin der stellvertretende Geschäftsführer der Wolstech Corporation. Oh! Ich inspizierte gerade die Baustelle von Vault 76, als ich entführt wurde. Offensichtlich von Aliens aus einer anderen Welt. Ich weiß nicht genau, was sie von mir wollen oder was sie mit mir vorhaben, aber ich werde ihnen alles geben, was sie brauchen. Wenn ich es schaffe, die Kommunikationsschwierigkeiten zu überwinden, können wir vielleicht ein exklusives Handelsabkommen abschließen. Deswegen werde ich Sie jetzt direkt ansprechen, anstatt in dieses verdammte Gerät zu reden. Im Namen der Wolstech Corporation möchte ich Sie herzlich willkommen heißen. Moment, das muss doch nicht... Halt! Halt! Ah. Okay. Ja, Vault 76. Schicken wir da ein. Kann man nicht reingehen, aber sie wurde schon designt und alles. Aber wurde irgendwie rausgenommen, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist das ein Auto Vault. Ja, Auto Vault. Da ist auch so ein blauer Wagen. Ich weiß gar nicht, was das für eine Marke ist. Ich weiß, Schande über mein Haupt. Asche über mein Haupt. Auf jeden Fall steht da auch so ein Auto rum. Da kann man sich irgendwie reinhacken oder so. Oder in Systemdateien oder irgendwo ist das da. So. Ja, gehen wir da mal rein, wo die Aliens rauskamen. Ist immer eine gute Idee. Ja, Drohnenkontrollgerät wäre hilfreich, aber okay. Was wird hier Schönes erforscht? Wow, ein Pferd. Schaukelpferd. Okay, das Drohnenkontrollgerät kriegen wir, glaube ich, im Drohnen-Montage-Bereich. Schwirren Sie die Tür. Hey! Ist das hier? Öffne Tür. Noch mehr Zeugs. Wow! Oh! Heieiei! Das hat mich jetzt erschreckt. Oh! Da unten sind nette Leute. Schon auf mich warten mit ganz vielen Pferden. Schockgefährden. Ich mag die Pistole. Verdammt, ich bin runtergefallen. Verdammte Scheiße. Gott. Meine Fresse. Die geschützte Masse. Na super. So, aber jetzt gucken wir jetzt mal hier oben weiter. Hier sind ganz viele Buttercup Pferde, die sind nochmal ein Bandchen Ladescreens. ich habe keine Ahnung, was die mit den Pferden haben. Ah, wahrscheinlich haben wir jetzt hier gleich die Aufzeichnung vom Chef von der Buttercup-Firma. Mal gucken. Nummer 21, oder? Hallo, Alien. Ja, ich weiß. Ich werde in dieses Ding hineinsprechen. Ich weiß nicht, warum ihr mich immer wieder hergebracht habt. Wir haben das immer wieder. Hey, Giddy Up Buttercup! Wow! Sowas wollte ich schon immer haben. Woher hast du das? Ich verstehe das nicht. Was willst du eigentlich?
Das ist ein Spielzeug. Ein Spielzeug. Warum bist du so aufgeregt? Du bist komisch. Okay. Sie scheinen auch irgendwas an ihr zu haben. Sally, ja, sie fragen sie bei manchen Sachen hier. Okay. Die haben die Dinge geholt, weil die mag oder so. Die dachten vielleicht, das ist Waffe, deshalb will die haben oder sowas. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall haben die mächtig viele davon. Aus unerklärlichen Gründen. Was hat das auf sich, die ganzen Pferden? Meine Güte, das ist so. Ich schätze, es ist irgendeine versteckte Botschaft und ich check sie mal wieder nicht. Okay, gehen wir hier rein. Okay. Das Pferd hat sie umgebracht. Es hat rot leuchtende Augen. Versuchsobjekt. Die haben... Oh. Die bauen aus den Pferdchen, die für Menschen ja eigentlich harmlos sind, Waffen und versuchen ihn dann wieder an die Erde zu bringen, um... Aber allein um das jetzt hier zu testen, um das überprüfen, gucke ich jetzt mal nach im Internet. Ich wüsste, ob meine Theorie stimmt. Bis gleich. Nach meiner Internetrecherche hatten viele auch halt den Verdacht, dass die umgebaut haben zu Waffen, zu Reittieren mit Laseraugen oder oh my god, knives everywhere, we are all dead, Robots, und. Angeblich im offiziellen Guide, warum die hier haben, und zwar weil die Aliens vor dem Krieg mit den Menschen verbündet waren und Technologien ausgetauscht haben und alles. Keine Ahnung, ob das stimmt. Auf jeden Fall. Sollten die Augen jetzt blau leuchten, wenn man es anschießt. Sollte eigentlich blau leuchten, die Augen. Und wenn man ankommt, haben wir gesehen, leuchten die Augen dreimal rot. Ich habe es einmal gesehen, aber die leuchten dreimal. Sozusagen so Targeting oder so, ne? Ja. Jetzt sind wir hier, wo wir reinkamen. Geht's dann direkt in den Triebwerksraum. Und. Oh, Frachtraum, Triebwerksraum. Ich wollte gar nicht in den Triebwerksraum. Ich wollte in den Hauptraum rein. Hihi. Ja, das ist doch der Hauptraum. Ja. Oh, werden wir angegriffen? Ja, werden wir. Was willst du? Nix, geh weg. Wir werden angegriffen. Hä, wann kommt das Fessel denn jetzt schon? Das verwirrt mich doch schon ein bisschen. Ja, wir haben ja Stand gehalten anscheinend. Gibt immer mehr Zeug dazu, kann das sein? Oh, hallo. Du! Hallo, was brauchst du denn? Du machst mir jetzt Biogel. Klar doch, hier, bitte. Es leckt ziemlich wieder hier.
Nein, ich weiß keine Ahnung, wie lang der Part jetzt ist, aber das war's dann auch für dieses Mal. Kommentieren und mir Feedback geben. Das würde mir sehr helfen. Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat und abonnieren, wenn ihr mehr haben wollt. Bis zum nächsten Mal.